In einem Kölner Vorort führen die Zollbeamten Frank Schmidt und Harry Meierhofer heute Routinekontrollen durch. Ihr nächstes Ziel ist ein Kiosk, in dem die erfahrenen Zöllner eine besondere Herausforderung erwartet. Ja, schönen guten Tag. Schönen guten Tag, der Zoll aus Köln. Ja, hallo, wer bist du denn? Wir sind vom Zoll, nicht erschrecken, bitte. Ich bin Lina. Ja, Lina. Bist du alleine hier? Ja, weil die Besitzerin ist kurz weg. Die ist kurz weg, aber die kommt gleich wieder, oder? Ja. Okay, wer ist die Besitzerin? Weiß ich nicht. Weißt du gar nicht? Du sollst hier nochmal aufpassen, oder? Was machst du denn hier? Ich will nur einkaufen. Du bist einkaufen? Du bist ganz alleine, aber du warst hinter dem Tresen, ne? Man muss mal vor dem Tresen warten, ne? Und warten, ja, bis jemand kommt. Und die, ne, kommt gleich wieder. Ne? Ja. Du brauchst keine Angst vor uns zu haben, ne? Wir machen nichts böse. Wir wollen nochmal schauen hier, wir müssen hier was überprüfen, ne? Als wir im Kiosk eingetroffen sind, war natürlich sehr verwundert. Weil wir haben da erstmal nur ein kleines Mädchen vorgefunden, das da ganz allein im Laden stand. Wie heißt denn du? Lina. Lina, immer noch Lina. Nachname? Will ich nicht sagen. Willst du nicht sagen? Sollst du nicht mit fremden Männern sprechen? Hm? Geht mir schon alles. Kinder ist auch keiner. Niemand da? Gut. Nein, keiner. Ja. Guck mal, Frank. Da steht die Telefonnummer, die könnten wir vielleicht mal anrufen. Ja. Ja? Das ist die Inhaberin Sabine Maurer, ja. Kennst du die Frau Maurer? Warst du schon mal hier einkaufen? Ja. Kennst du die Frau, die hier arbeitet? Nein. Ja, aber die vertraut dir doch, dass das du da aufs durch, Geschäft mal eben hast. Eben durch. Ja, ja, natürlich. Die Beamten wollen dem Kind keine Angst einjagen, spüren aber, dass es ihnen etwas verschweigt. Sie müssen daher die Besitzerin sprechen. Doch der Anruf landet auf der Mailbox. Schönen guten Tag, Frau Maurer, das Hauptzollamt aus Köln. Wir befinden uns gerade in Ihrem Kiosk zwecks einer Geschäftsunterlagenprüfung. Wir haben hier keinen angetroffen. Wäre schön, wenn Sie die Nachricht bekommen würden und sich schnellstmöglich auf den Weg machen, beziehungsweise dass jemand hier vor Ort ist, den wir kontaktieren können. Wiederhören. Kann ja nicht sein, dass hier keiner im Laden ist. Ja, die Kleine ist ganz allein. Wie alt bist du denn? Das darfst du mir doch sagen, oder? Elf. Gehst du noch zur Schule? Ja. Du musst doch normalerweise, hast du denn heute schulfrei? Die Schule hat gar keine Ferien, oder? Die Schule hat früher. Hat früher Feierabend gemacht? Ja. Echt? Dann nur heute, oder? Aber hitzefrei war das heute aber keine, oder? Nein, nicht bei dem Wetter. Wo willst du denn hin? Wo musst du hin? Musst du gehen? Ja? Bleib nur mal da, mir tut dir noch nichts Böses. Wir haben uns noch gar nicht fertig unterhalten. Ne? Was hast du denn da drin? Darf man da mal reinschauen? Ja? Ja, das war natürlich auch für uns eine sehr ungewöhnliche Situation. Also in so einem Ladengeschäft nur ein Kind vorzufinden, das uns keine Auskunft erteilen möchte und kein Erwachsener weit und breit zu sehen, der Betreiber auch nicht erreichbar, auch nicht per Telefon. Sehr seltsame Situation für uns. Die Lina Maurer. Du bist die Lina Maurer? Sabine Maurer. Bist du die Tochter? Müsste jetzt aber auch ein Zufall sein. Kann es sein, dass du die Tochter bist? Ja, ich bin die Tochter. Ja, warum sagst du das denn nicht? Das ist doch nichts Schlimmes. Wo ist denn deine Mama momentan? Die ist zu Hause. Zu Hause? Ihr Handy. Okay. Ja, die geht ihr Handy holen. Und so lange passt du auf den Laden auf. Ja. Das richtig? Ja. Okay. Na gut. Aber irgendwas, Harry, ist da. Hallo? Hallo. Schönen guten Tag. Guten Tag. Sind Sie Mutter von der? Nein, ich bin hier Stammkundin. Wieso? Kennen Sie die junge Dame auch? Ja, das ist die Lina. Das ist die Tochter von der Kioskbesitzerin. Ja. Das haben wir jetzt auch rausbekommen, weil sie spricht mit uns nicht so gerne. Nee. Ja, wo ist denn die Mutter? Ja, meistens, wenn ich komme, ist sie mal kurz weg und so. Ne? Ich bin jetzt gekommen, weil ich wollte eigentlich hier jetzt noch etwas einkaufen und noch die 50 Cent von gestern bezahlen, die ich nicht hatte. Ne? Jetzt wollte ich die bezahlen. Haben Sie gestern bei ihr eingekauft? Ja, die Mutter war nur mal kurz weg, hat sie mir ja gesagt. Und sie haben bei ihr eingekauft. Und sie war auch alleine. Ja, da war sie alleine, weil die Mutter musste mal kurz weg. Bei den Zöllnern schrillen die Alarmglocken. Es scheint, als ob die Elfjährige zum Arbeiten genötigt wird. Die Ankunft von Mutter und Tante soll Aufklärung bringen. Ja, guten Tag. Was merkst du denn, Schaff? Ja, was ist los hier? Ja, guten Tag. Warum ist der Laden auf? Wer sind denn Sie? Ich
ich bin Frau Maurer. Das ist schön. Wir sind vom Zoll. Wir sind Sabine Maurer, die Inhaberin. Ja. Das ist richtig, ja. Das ist richtig, Lina. Was ist hier los? Wir haben Sie gerade angerufen. Ja, ich. Versucht zu erreichen. Also wir sind vom Hauptzollamt Köln. Wir müssen heute eine Kontrolle hier durchführen. Kontrolle? Warum Kontrolle? Das ist eine reine Geschäftsunterlagenprüfung. Die findet im Rahmen des Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetzes. Schwarzarbeit? Ja, genau. Und wir kontrollieren dementsprechend Betriebe. Also eine Routinekontrolle Schwarzarbeit ist eine verdachtsunabhängige Prüfung, die wir heute zum Beispiel durchgeführt haben bei der Familie Maurer. Wir prüfen halt nur, ob alle Mitarbeiter, die dort tätig sind oder alle, die dort arbeiten, auch alle gemeldet sind. Aber ich verstehe überhaupt gar nicht, warum das hier geöffnet ist. Normalerweise ist der Laden zu. Ihre Tochter hat aber gerade das Gegenteil behauptet. Meine Schwester hat einen Krankenschein. Ich hatte einen Unfall, wie Sie sehen. Ich kann überhaupt gar nicht den Laden öffnen. Ich habe sie jetzt auch nach hier gefahren. Sie wäre ja sonst gar nicht hergekommen. Ihre Tochter scheint hier seit einigen Tagen zu arbeiten, beziehungsweise auf den Laden aufzupassen. Was? Haben Sie davon Kenntnis gehabt? Nein. Sie scheint auch nicht in der Schule, infolgedessen in der Schule gewesen zu sein. Sie haben davon keine Kenntnis gehabt. Sie spricht auch mit uns nicht so viel, leider Gottes. Gut, sie ist vielleicht ein bisschen eingeschüchtert, aber wir haben halt jetzt halt ein Problem. Wir haben die allein hier vorgefunden. Und sie scheint hier für uns, stellt sich das so dar, wie wenn sie hier arbeiten würde. Nein, ich, auf gar keinen Fall. Da haben wir natürlich ein großes Problem. Die Kundin sagte, sie ist gestern hier einkaufen gewesen und wurde auch schon dementsprechend von ihrer Tochter bedient. Ja, sie war immer hier und hat auch kassiert. Ja, ich bin jetzt gerade gekommen, weil ich noch was holen wollte und 50 Cent. Ich würde doch meine Tochter hier nicht arbeiten lassen. Ich habe auch dann die Mutter belehrt, weil unser Auftrag war ja eigentlich auch eine Betriebsprüfung vorzunehmen. Und wir wollten natürlich, oder wir mussten dringend die Unterlagen der Firma einsehen. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, was hier los ist. Also meine Schwester, die würde sowas nie tun, Kinderarbeit. Ja, aber Fakt ist, wir haben den Lottoladen hier offen vorgefunden. Und das ist eine dumme Geschichte jetzt. Muss ja jemand aufgeschlossen haben, beziehungsweise auch gestern, wenn sie hier gestern noch gearbeitet haben, auch wieder zugemacht. Lena, komm, jetzt sag doch mal, was ist denn los? Genau, sag doch mal was. Ja. Sag mal hier. Lena, was machst du denn? Was bist du dir hingefallen? Hast du dir wirklich? Komm, bleib liegen. Blutest sogar. Blutet die? Ja, Frank, du, ich glaube, wir brauchen mal ein RTW. Weißt du, Kleine, was machst du? Ich bestell vorsichtshalber mal ein RTW. Was ist passiert? Geht's dir nicht? Ja, die schlecht. Die Hände aufgeschlagen. Ich bestell mal ein RTW vorsichtshalber. Du darfst damit wegzulaufen vor uns. Wir tun dir doch nichts Böses. Ja? Ha? Waschung rein für Zentrum, bitte kommen. Ist auf den Kopf gefallen. Komm mal, schickst du mir mal ein RTW zur Tetvorderstraße, ins Lottogeschäft Maurer. Wir haben dort eine verletzte Person, die ist wohl hingefallen, ein kleines Mädchen. Ja, ich habe an der Schule angerufen. Also es ist wirklich so, dass sie eine Woche nicht in der Schule war. Ja. Die Entschuldigung wurde auch gefälscht mit Unterschrift. Ich wusste von dem gar nichts. Jetzt sag doch mal, was los ist. RTW ist unterwegs, Harry, ja? Guck mal, die Mama, die ist total fertig. Nina, ich verstehe das nicht. Was machst du denn hier? Glaubst du, du ganz alleine Erklärung schuldig, Lina? Du ganz alleine hier gearbeitet. Ganz alleine. Unvorstellbar, die hat aufgeschlossen und muss auch dementsprechend wieder zugemacht haben. Und die hat ja auch Umsatz gemacht, hast du ja gesehen. Das kann nicht sein, das ist doch alles nicht. Nee. Während die Anwesenden über den Beweggrund des Mädchens rätseln, trifft draußen der Rettungswagen ein. Zunächst muss geklärt werden, wie schlimm die Verletzungen der Schülerin sind. Ist sie schwindelig? Das hat ganz schön wehgetan, ne? Die helfen dir dann gleich. Ja? Ja. Hallo. Hallo. Hi. Ja, grüß euch. Schön, dass ihr so schnell da seid. Wir haben hier ein Mädel, das hingefallen ist. Hat sich ein bisschen wehgetan. Hier auch am Kinn. Hi. Auf dem Boden ausgerutscht. Ja, die wollte davonlaufen. Hat eigentlich gar keinen Grund. Wie heißt du denn? Und zieh mal ein bisschen. Tut das weh? Hat das tut hier weh? Hier mehr als da? Ja. Ja, mal gucken hier. Was tut dir denn noch weh? Das sind immer nur Prellungen. Mein Kind tut dir weh. Ja, es blutet ein bisschen. Was ist denn genau passiert? Ich bin ausgerutscht. Du bist ausgerutscht? Guck mal, das ist aber alles nicht schlimm. Dann machen wir dir einen Verband rum und ist alles wieder gut. Ja? Mach mal eine Kompresse. Sind Sie Mutter? Ja, ich bin Mutter. Die kleine Lina hatte Schürfwunden am Kinn und an den Handinnenflächen.
Und das war für uns aber direkt zu versorgen. Es war nichts Schlimmes, sah nicht nach einem Bruch aus. Und demnach konnten wir die Lina auch bei ihrer Mutter lassen. Mach mal den Mund auf. Ihre Tochter ist in guten Händen. Dann würden Zähne, wir ist auch nichts passiert. Eben die Geschäftsunterlagenprüfung machen. Und dann sind wir auch direkt schon wieder auf dem Weg. Geschäftsunterlagen, muss ich das zeigen? Ja, ist das notwendig? Sicher, muss jeder zeigen. Uns. Genau. Wenn sie es nicht machen, dann suchen wir sie selber. Genau. Das ist besser, sie holen uns irgendwas an Papieren, ja. An Leute, die angemeldet sind oder an Unterlagen. Kannst du mal an seine Beine bitte gucken? Das geht? Ja? Super, okay. Da müsste ein grauer oder schwarzer Ort an die Zone kommen. Wer ist das? Ja, guck mal. Bitte überreichen. Ja, sei mal so nett. Sind das die einzigen Unterlagen von Ihnen? Das sind die einzigen. Danke. Schau dir doch mal dahinter, ja? Ja, guck doch mal. Alles ganz voll gemacht. So. So. Ich würde sagen, fahren, oder? Sabine Maurer und Jens Maurer. Wo ist denn der Herr Jens Maurer? Mein Mann. Wir haben ja schon ein bisschen was mitbekommen, dass da irgendwas im, leider Gottes privat im Argen liegt. Ja, also es ist so, dass mein Mann vor 2 Wochen abgehauen ist. Okay. Wirklicher Kontakt ist. Er ist auch am Geschäft nicht mehr beteiligt. Doch ist er noch, weil das Problem ist, wir haben halt keinen Kontakt, der Sorgerechtsstreit, es läuft alles und er weigert sich halt eben diesbezüglich auch Stellung zu nehmen. Und ich meine, was soll ich machen? Was da natürlich jetzt alles hier geschehen ist, ich das ist auch für uns schon ein bisschen aus. Ich wusste nicht alles gut. Ah, was haben wir denn da? Nachdem mein Kollege die Geschäftsunterlagen überprüfte, bin ich einfach mal interessenhalber hinter der Theke gegangen und fand dort einen Umschlag mit Geld, mit sehr viel Geld, das waren 300 Euro, und eine Auflistung an Sachen, die die Kleine wohl verkauft hatte in der Zeit, wo sie dort tätig war. Das ist ihre, von ihrer Tochter anscheinend, die hat hier die Abrechnung gemacht. Ja, die ist ja in Buchhaltung besser als manche Erwachsene. Aber eindeutig Kinderschrift, ja? Also, Ich kann Ihnen dazu nichts sagen. Die ganzen Vorschriften beiseite. Sie haben da ein tolles Mädel, wissen Sie das? Das weiß ich, ja. Aber leider Gottes ist es halt nicht rechtmäßig. Und damit wird die Frau um eine Strafe leider nicht herumkommen. Warum genau die 11-Jährige den Laden hinter dem Rücken ihrer Mutter geöffnet hat, soll sich jetzt klären. Ist sie soweit versorgt? Alles ja, gut? Die ist soweit versorgt. Ja, sag mal. Ich sag, noch ein paar Schürfe unten. Du bist ja so eine kleine Heldin, oder? Machst du ganz allein den Laden hier? Hast sogar Umsatz gemacht, hast alles buchtechnisch sogar erfasst. Aber damals hättest du das nicht machen dürfen, das weißt du schon. Das hat die Mama jetzt ein bisschen in Schwierigkeiten gebracht. Ich wollte meiner Mutter helfen, weil sie immer gesagt hat, dass wir zu wenig Geld haben. Lina, das hätten wir doch echt auch anders regeln können. Schau mal, du bist doch schon groß. Genau. Wir hätten bestimmt einen anderen Weg gefunden, ganz bestimmt. Guck mal, die Steffi kann uns auch helfen. Ja. Genau. Ja. Und wenn wir alle zusammenhalten, dann klappt das schon. Okay? Und ich bin ja auch bald wieder gesund. Die Folgen für die Frau Maurer werden auf jeden Fall sein, dass wir das Jugendamt informieren, weil hier ein eklatanter Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz besteht. Das Gewerbeaufsichtsamt wird von uns informiert. Und es werden auf jeden Fall weitere Ermittlungen geführt. Aber im Zuge der momentanen Situation denke ich mal, dass der Gesetzgeber hier auf jeden Fall milde walten lässt. Nein, ich denke, das war schrecklich genug. Ich werde jetzt auch ein bisschen öfter helfen und dann nimm bitte auch die Hilfe an. Ja, das ist auch nicht ungefährlich, wenn das Mädel da allein im Laden steht. Ne? Ich wollte gerade sagen. Ja. Gott weiß, was passieren könnte. Also wie gesagt, wir werden da schon tätig werden müssen. Ich meine, Sie haben doch gegen verschiedene Gesetze verstoßen. Auch in Unwissenheit. Aber das kriegen wir schon hin. Die weitere Überprüfung durch den Zoll ergab keine Auffälligkeiten. Die Kioskbesitzerin konnte mittlerweile alles Rechtliche mit ihrem Mann klären und den Laden als alleinige Inhaberin wieder öffnen. Ihre Schwester unterstützt sie 3-mal pro Woche im Verkauf.